Karin Müller hat für 2 Jahre beim VfL Oldenburg unterschrieben. Was machst du sonst hier außer Handballspielen? Ich werde mein Studium beginnen, Sportwissenschaften und wahrscheinlich Sozialwissenschaften, um danach dann irgendwo meinen Master zu machen, aber das ist erstmal der Plan. Aber Handball spielt eine große Rolle in deinem Leben. Du hast schon sehr früh Dänemark, das große Handballland, erkundet. Du hast bei Viborg KK in der Jugendakademie gespielt. Was war das für eine Zeit? Ja, mit sehr vielen Erlebnissen, sehr viel Erfahrung. Dadurch, dass ich war erst 14, 15, als ich hingegangen bin. Und es war halt eine tolle Zeit. Man hat sich weiterentwickelt, sowohl persönlich als auch handballerisch. Und es wird eine Zeit sein, die ich nie vergessen werde, also auch an die ich oft zurückdenke. Freust du dich auf die Bundesliga? Du verlässt ja auch eine sehr starke Liga in Dänemark. Was für Unterschiede erwartest du in der Bundesliga, zwischen Bundesliga und dänischer Liga, Elite-Ligen? Also ich weiß nicht, ich glaube der größte Unterschied, aber es wird der Harpik sein. Nee, ich weiß nicht, also ich kenne eigentlich die deutsche Liga nicht so. Ich freue mich auf jeden Fall zurückzukommen und auch gerade hier, weil hier das Spielstil so ungefähr wie Dänen ist. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie alles so zusammenfällt. Also dieser schnelle Handball, den der VfL versucht, der wird in Dänemark auch gerne gespielt. Ja, genau, das ist eigentlich das Grundprinzip und Konterspiel und einfach schnelle Mitte. Und ich bin, also die Spiele, die ich bisher gesehen habe, sind sehr einzeln. Kannst du dich nochmal beschreiben, was für ein Spielertyp bist du, was hast du für Stärken? Also ich bin eher so ein Typ, der für andere spielen möchte. Ich möchte die anderen gut machen, ihre Chance suchen. Natürlich auch, wenn, ein Tor, oder wenn ich ein Tor sehe, dann werfe ich auch. Aber für mich ist wichtig, die anderen in Szene zu setzen. Und ich muss nicht im Mittelpunkt stehen, sondern Hauptsache die Mannschaft gewinnt. VfL war in den letzten Jahren ganz gut dabei. Ist immer Vierter geworden, Fünfter. So ähnlich wird es auch in dieser Saison ausgehen. Vermutlich in der nächsten Saison wird der VfL einen anderen Kader haben. Man spricht hier von Neuaufbau. Ist das eine schwierige Situation für eine Spielerin, in eine Mannschaft zu kommen, die sich in vielen Bereichen neu aufstellt? Nein, ich glaube, es wird sehr spannend. Dadurch, dass wir alle relativ jung sind und wir das gleiche Ziel haben, deshalb sind wir hier, glaube ich, dass wir auch die Zielsetzung Top 6 eigentlich beibehalten sollten. Natürlich wird es schwer, uns gleich zusammenzuspielen und alles, aber der Ball ist rund und muss ins Eckige. Und von daher glaube ich, dass es trotzdem... dass wir es schaffen werden, trotz der neuen Mannschaft. Es gibt ein paar Spielerinnen, die kennst du bestimmt. Kira Schnack, Annika Meyer, Angie Geschke haben schon in Dänemark gespielt. Ist meine Annahme richtig? Ja, ich kenne Angie, mit der war ich mal im Trainingslager. Und Kira und Annika, gegen die habe ich gespielt. Ja, also man kennt sich so ein bisschen. Das ist den ersten Tag hier in Oldenburg. Wirst du heute noch was von der Stadt sehen? Ich glaube, wir werden uns noch die Halle angucken und die Trainingsstätten und so. Aber dann geht es auch schon wieder nach Dänemark. Und der Rest muss dann warten, bis ich herziehe. Dankeschön. Bitteschön.